Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani RollP. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Ah, schön. Ja, ey. Und Raft. Eine. Na hier, eine neue Folge, eine neue Insel. Ja. Da gehe ich sofort von hin, obwohl ich gleich keine Axt mehr habe. Ah. Hier ist zumindest eine blaue Blume. Mein Gott, wie viel Kunststoff ich habe. So. Oh. Was ist das? Ist das Metallerz? Nee, ne. Ich suche gleich mal den Ozean nach Erzen ab. Ja, genau. Mein Anker ist sowieso kaputt gegangen. Mein Haken meine ich. Drück mal 9 erstellen, Mann. Mhm. So. So, Planken, wo seid ihr? Ohne Ananas. Jetzt habe ich die Blume aufgesammelt. Verdammt. Da Mist, ne? Bin schon wieder voll, das gibt's einfach nicht, Mann. Mehr 2 Sekunden, ja. Also ich habe die ganzen Töpfe aufgenommen. Oh. So, direkt schon wieder voll. Oh mein Gott, ey. Rote Blumen, Ananassamen. Oh. Eine Riesenmuschel. Aua. Karton. Yes! Ich hab den Jackpot. Metallerz. 3 Stück. Ausgezeichnet. Nein! Was schwimmt da oben? Wollt ihr den Saft da erstellen, ne? Mhm. Bist du da auf gerade am Zuarbeiten? Ja. So, ich hab alle Bäume abgeholzt. Das heißt, ich gehe wieder. Du machst das unter Wasser, ja, ne? Ja, ich muss aber erstmal warten. Ich habe nämlich noch etwas weniger als die Hälfte meiner Energie. Mein Gott, was machst du denn die ganze Zeit? Ja. Erze sammeln? Man, wo steckst du? Na hier, das halte ich davon. Hey, nicht auf unsere Erde. Ich wollte eigentlich dich treffen. Weiß genau, wofür du das bedient hast. Also, denk darüber nach, was du da gerade gesagt hast. Also, pass lieber auf, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo dein Haus wohnt und ich weiß, wo dein Bett schläft. Also leg dich nicht mit mir an. Nein, aber ich muss da gleich nochmal runter. Setz also noch nicht die Segel. Ja. Ich habe 2-mal Metallerz gefunden und nun ich aber noch mal 2-mal Seetang eingesammelt. Das heißt, wir kommen dem Entsafter noch einen Schritt näher. Ausgezeichnet. Ich muss erstmal warten. So, was? Habe ich das verfehlt? Aua. Nein. Ich hab so 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ich tu mal deinen Kalender umplatzieren. Ja. Jetzt resettet er sich blau. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass er sich resettet. Ne, 49. Nee, tut er nicht. Ich hab 49 Tage überlebt. Boah, sind wir gut, ey. So. Sag dann, Nero. Warum sind wir so gut? Weil wir so gut sind. So, ist da gerade irgendwas? Nee, dann muss ich mal kurz sehen. So, ich hab das Floß noch mal etwas vergrößert. Ja, ich tu mal unseren Topf hier woanders hinpacken. Mhm. Unseren Topfdingens hier. Blöder Vogel. Geh jetzt weg. Uff. Scheiß Vogel, geh weg. Ich muss warten, bis sich meine Gesundheit wieder aufgefüllt hat. Was hat denn der Schulter? Ach, die Rezepte, mein Gott. Aber ich nehm mir... Ach ja, stimmt, ich habe ja keinen Platz mehr. Boah, ich singe fucking Halleluja, ey, wenn wir den Rucksack haben. Ja, stimmt, den gibt's auch noch. Hm.
So. Ah, das und das und das, unser Kochtopf. Ja. Ist ja doch. Würde ich sagen, da stellen wir daneben unsere Grills hin und neben den Grill stellen wir dann unseren Entsafter, sobald ich ihn fertig gemacht habe. Ich fange mal an hier mit dem Seetang. Oder ist da noch was drin? Ah ne, da ist nichts drin. 1, 2, 3, 4, 5, oh, ist ja perfekt. So, eine Sekunde. Ich bin fast fertig hier mit unserer Dekoration. Mhm. Ja, ich habe ja auch nur, ich war auch noch dritte Metallerz geholt. Holt, weil ich nicht, ich gehe dann nicht runter, solange ich nicht voll Energie habe. Okay. Warte mal, erstmal mache ich mir neue Seile. Gott, wie gesagt, ich mache jetzt gleich den Entsafter fertig. Boah, können wir uns Smoothies machen? So, hast du Planken? Kannst du mir alle deine Planken geben vielleicht? Ich habe zwei Planken. Okay, dann vergiss es. Warst du schon auf der Insel? Hast du schon alles abgeholzt? Ja. Wie kannst du schon alle Planken verbraten? Ja, guck ich mal um. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So, ich habe jetzt den Glimmer. Moment mal, ein Safter. Nein, ich habe nicht genug Planken, ich habe nicht genug Kunststoff und mir fehlt noch einmal Glibber. Aber ich habe keinen Seetang mehr. Das klingt nach einem sehr großen Problem. Ein Problem, was ich aber lösen kann. Ich kann es lösen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen warte, mache ich wieder einen Abgang. Und zwar genau jetzt. Okay, vielleicht doch noch nicht jetzt. Ich hab schon wieder alles vor mir. Nein, nein, der wird das wegknuspern. Na, du Miststück! Was wollte ich machen? Nein! Ach, dieser Scheißhai. Boah. Ich komme nicht an das Metall erst ran, ohne dass ich dabei krepiere. Geh weg! Tricksvogel, ey. So. Und da steht unser Entsafter. Also unser. Unser Wassermacher, meinte ich. So, super Warwasser Wunderkraft. So, Horder. Horder. 20 Dinger, okay. Oh, 20 Kisten. Meinem. Wir sind richtige Horter. Ah ja. So, verdammt. So, ich tue jetzt mal das Metall erst, was ich gefunden habe, mal hier rein. Das eine Palmenblatt, was ich habe. Warum steht hier eigentlich mitten hier drin eine Kiste? Ja, ich muss ja auch noch umplatzieren, aber ich muss mal gucken, wo. Warte, was ist denn da drin? Irgendwie noch Müll. Da drin ist diverses Zeug drin. Pack ich doch mal irgendwo hin. Ich tue auch mal eben den Glibber für eine Weile in diese Kiste hier rein. So, dort. Feuerholzständer, den können wir eigentlich irgendwo hinpacken, aber jetzt nicht. So, mein Paddel tue ich auch mal da rein. Tut irgendwie die ganze Zeit nicht. Den Sand, den kann ich noch einschmelzen.
Moment mal, warte mal. Hast du noch eine, du hast ein Scharnier, ne? Na, in der Kiste, ne? Muss mal gucken. Ich könnte mir jetzt eine Schere machen. Ich werd mir eine Schere machen. Tja, wir müssen erstmal ein Schaf finden. Ja, aber zumindest haben wir dann schon mal eine Schere. Boah, ey. Ich verstehe diese Logik nicht, ey. Ja, man hat dann wenigstens schon mal was, damit wir arbeiten können. Aber lass uns erstmal schlafen gehen, weil ich sehe hier nichts mehr. Ja, eine Sekunde. Ich weiß manchmal echt nicht, wie man aus dem Menü rauskommt, ey. So, ich habe jetzt mal extra eine Kiste für Melonen und so gemacht und Ananas und so. Melonen und Ananas. Ich nehme mal einen Mangos auch, keine Ahnung. Die Hauptzutat ist Ananas. Gesponsert von Ananas. Ich glaube, ich bin gleich am Verhungern. Ja. So, habe ich eine Gemüsesuppe dabei. Die stellt meinen Hunger. So, sind wir fertig auf der Insel oder muss ich da noch was machen? Nee, also ich kann jetzt auf das eine Metallerz verzichten. Na gut, dann gehen wir. Ja, setz die Segel! So, wir sehen da noch Metallerze, die nicht geschmolzen sind. Was hat denn? Ja, weil ich da auch gerade erst reingetan habe, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ich musste das loswerden. Ja. Hör mal, schreib mich nicht an! Ich habe auch Gefühle. Meine Schaufel brauche ich irgendwie auch nicht die ganze Zeit. Pack hier ruhig rein. Oh mein Gott. Steine drin, Palmblätter, das sind Seile. Oh, hab ich den Anker jetzt, ja. Wir haben fast keinen Platz mehr für Seile. Für Federn haben wir schon keinen Platz mehr. Ich werde den nochmal hier ein bisschen sortieren. Hier habe ich noch eine Riesenmuschel. Pflanzen sind so schnell fertig. Ich mach schon wieder diese. Ich tu mal die Leiterplanke mal in die Kiste rein, wo unser Metallerz und das alles drin ist. War die Planken? Nein, die Leiterplanke, die wir für den Safter brauchen. Also, ich sagen, für Planken haben wir auch ein Dings, aber das ist immer leer. So, ha, Vogel. Stirb. Hast du ihn umgebracht? Ja. Und ich packe seine Keulen direkt auf den Grill. Hühnerschenkel. Hühnerkeulchen. So, ich glaube, hier ist noch eine Insel. Ja. So, Und ich merke, dass ich gleich am Verhungern bin. Da ist gerade der Hai irgendwo am Knabbern, ich höre es. So. Er bestimmt hier hinten irgendwo geknabbert. Haben wir überhaupt noch diese Baupläne hier für den Empfänger oder so? Was? Hier, sieh dir das mal an. Was? An hier, ich glaube die eine weiße Blume ist tot. Oder hast du da was anderes hingesetzt? Naja, jetzt ist eine gelbe Blume, glaube ich. Ja, jetzt ist das eine gelbe Blume, aber da war doch vorher noch eine weiße Blume. Dieses Fass. Das wird mein sein. Aber dieses Fass wird kein leichter sein. Warum läuft die ganze Zeit mit dem Heikopf durch? Also ich sehe da auf meinen Kopf. Kann ich mir die Hähnchenschenkel nehmen? Ja klar. Denn ich habe nämlich einen Mordshunger. So, weg mit dem Schrott. Weg mit den Federn. Haben wir mehr als genug. Wo ist hier denn? Hier ist gar nichts drin. Ich werde mir hier mal ein paar Kartoffeln nehmen und auf den Grill schmeißen. So. Kiste. Gib mir diese Kiste. So, apropos Kiste, ich habe auch noch eine große. Was kann man da noch rein tun? Ich weiß es nicht. Aber wir steuern auf eine etwas größere Insel zu. Boah, komm, wie viel Zeug rechts ist von uns.
Okay. Oh, der ist aber hoch. Ach ja, Segel ist ja jetzt oben. Ist die ganze Zeit auf. Sehe ich gerade. Warum ist hier kein Vogel die ganze Zeit drin, ey? Mein Gott, ich tue jetzt hier ganz in der Ecke platzieren. Ja, da kommt jetzt keiner. So, wo soll ich die Töpfe hinpacken? Verdammt. Die Töpfe tue ich hier. Hier. Hier waren noch Kartoffeln, die für eine Kartoffelsuppe fertig gemacht werden sollten. Sollten habe ich mal eben gemacht. Ja, mach das. Ich habe das nur gemacht, um mit der Inventarleerwert. Muss was trinken, ey. Ich glaube, ich verduste. Okay. Ah, schön. Wenn wir noch gegossen werden, ja. Ja. Okay. Bitte nicht alles vom Wasser nehmen. Ich brauche es nämlich. Nee, weil ich verdurste nämlich gleich. So, gibt er mir keinen Mangosamen. Kein Mangosamen? So. Ich habe die Insel erreicht, mal irgendwie nicht. Da gehen wir irgendwie nicht hin. Gott, ey. So. So, ich bin wieder voll an Trinken. Ich brauche Holz, Mann. Ich brauche nur Holz. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Mal gucken, wie viel Essen wir haben. Ne? Und jetzt mampf ich Kartoffeln. Außerdem wir sind Deutsche. Wir lieben Kartoffeln. Übrigens, deine Suppe ist fertig. Ja. So, warum liegt hier eine Kerze mitten im Weg? warum liegt da Stroh rum? So. Ich will unsere Betten auch mal nach oben verrichten, wenn es geht. Ja, sicher doch. Aber erstmal brauche ich Platz, du blödes Stück. Ja, schon wieder weggeknuspert. Ah, schon wieder weg. Oh mein Gott, ich sehe es. Der Schaden, ey. Ich habe keine Planken. Ich auch nicht. Brauche ich die ganze Zeit schon. Ich glaube, irgendwie erreicht mir die Insel nicht. Ich hoffe einfach mal Segel. Irgendwie bewegen wir uns nicht. Ja, woanders hin nehme ich an. Da kommt schon der nächste Hai. Wie du gehst. Gehst du direkt hier hin? Nee, der taucht da drunter. Ja, aber mein Holzspeer kann auch, glaube ich, nur noch einen Schlag machen. Okay. So. Jetzt muss ich nur die blöde Situation mit dem Anker hier erledigen. Übrigens, aber halt mal das Floß an. Siehst du das da hinten? Naja. Hier in den Floß. Also viel Planken. Also, schnappt ihr alles. Also fahr mal weg. So. Nächsten. Da oben drauf ist ein Vogelnest. Man kann es aber nicht abreißen, ne? Ne. Ne, das Fluss geht auch gerade runter. Boah. Da war auch überhaupt nichts Großartiges drin. Haha, das Fluss geht runter.
Ja, das Floß geht unter, unser Floß steht. Nee, ja. nee. Ich frage mich echt, was passiert, wenn irgendwie, wenn der Hai am Anfang irgendwie alle Dinger hier weggefuttert hätte. Ich glaube, dann sind wir so dermaßen tot, Alter. Ja, dann sind wir sowas im Tod, Alter. Ich frage mich, ob der Hai hier noch an die Wände knabbern kann, wenn die hier so sind. Weil, ob der hier so dran knabbern kann irgendwie. Das ist eine gute Frage. Na. Die Töpfe die sind drinne. Aber da hat jemand Schluck auf, glaube ich. Ich habe keinen Schluck auf. Wenn ich Schluck auf hätte, dann würdest du das merken. Oh, guck mal da. Kartoffeln! Im Überfluss! Nimm dir alle Kartoffeln. So, nein, ich habe zumindest das Floß repariert. Oh mein Gott. Tag 50. Wir haben so lange überlebt. Ja. Hier, Tag 50. Wir sind immer noch im Leben. Ja. Wir haben neue Sachen herausgefunden, von denen wir noch nicht mal wussten, dass sie möglich sind. Aber wir haben überlebt. Wir sind am Leben. Wir haben uns eine richtige Base eingerichtet. Wunderbar, muss sich bewegen. Der Nero. Ja. So kümmert sich hier um unsere Base, während ich mich. Ich baue nur die ganze Zeit Planken. Ich baue nur Planken die ganze Zeit. Ich brauche auch jetzt Planken, weil jetzt habe ich nämlich gar nichts mehr, um mich zu verteidigen. Meins. So, da haben wir wieder eine Insel. So, jetzt müsste ich nur den Anker irgendwo anders hin platzieren. Und ich sag's einfach schon mal voraus, irgendwann wird Daniro auch noch Animal Crossing spielen. Ich habe schon mal Animal Crossing gespielt. Ja, und zwar auch für YouTube. Ach. Stell mir halt nicht irgendwie so vor, wo ich viel machen kann. Irgendwie, da muss ich ja die meiste Zeit immer nur warten, bis was passiert. Ja, kannst halt jeden Tag was machen. Da hast halt auch wieder so ein endloses Projekt. Nein, danke. Ich habe lieber Projekte mit Enden. Ich weiß nicht, ob Raft dazugehört. So viele Planken, Planken. Warum fühle ich die eigentlich einsam? Die gehen nur in unser Netz rein. Eigentlich. Übrigens, deine Suppe ist fertig. Ja. Ich tue immer nur eine Suppe einfach so da rein. Nicht, weil ich die gerade brauche. Dann nehme ich sie mir mal. Ja. Ach da. No, und wir müssen auch langsam neue Schalen machen. Die sind da in einer Kiste. Ja, wir haben nur noch 5 davon. Ja, wir haben noch Ton, oder? Ja, Ton haben wir noch. Nur ich wollte es nur eben gesagt haben. Hm. Aber weil unsere Tonschalen langsam weniger werden. Na komm. Ja, aber nein! Schon wieder verfehlt. Das gibt's nicht. Ey. Alter. Es wird dunkel. Ja. Mein Bett gerade nach oben verfrachtet.
Ja. So, Dach ist fast fertig. Oh mein Gott. Hm? Der Dach ist fast fertig. Cool. Da jetzt wird nur noch der Part, wo der Anker darüber ist. Das heißt, ich muss den Anker jetzt irgendwo provisorisch wegpacken erstmal. Ich habe erstmal einen neuen Holzspeer gemacht. Ah, ah, Kiste! Du Kiste! Komm her! Also du Fass. Ist ja nicht zu fassen hier! Aber ich glaube, da kommt eine Kiste. Falls er dein Bett sucht, ich packe mal kurz nach oben. Ich brauche Platz da unten. Alles klar. Ich muss hier Kiste und Fass einsammeln. Hm, ich Platz für das ganze Zeug, ja, ne? Naja, ich sammle das ganze Zeug ein. Ich muss die ganzen Pflanzen und so erstmal hier einstecken. Ja, stimmt, ja. Jetzt natürlich die Frage, wer welches Bett gehört wem? Oh ja. Dann würde ich sagen, nehme ich das linke Bett. Nehme ich das hier, hier beim Sofa, dann kannst du das andere. Ja, mach. Okay, schlafen. Schlafen? Auf Vögel in V-Formation da oben. Vögel in V-Formation! Über uns. Also natürlich über uns, aber. Achso. So. Und jetzt mal wieder unsere ganze Dekoration hier im Platz hier. Ja. Ja. Hey, warte mal. Warte. Ich bin durch den Anker. Ich bin durch das Loch in durch den Anker gefallen. Ich bin da. Ich bin. Oh nein. Von der ersten Etage direkt in das Loch des Ankers. So, wo ist? Ich habe da irgendwo mal einen größeren Tisch gebaut. Aua. Hier. Nein. Nein, Mann. Hier so rein. So. So. So, da passt auch ein bisschen. Tisch. Passt auch ein bisschen mehr rein. Da. Warte. Da passt so ein bisschen mehr rauf. Tisch auf den Tisch. Absolut hervorragend. Ja. Erstmal, damit wir hier wieder die romantische Stimmung haben. Genau. So. Hier. Wir haben eine Kaffeetasse für dich. Dankeschön. Nur zum Lesen für uns. Wir brauchen Videospiele. Wir brauchen auch einen Fernseher. Ja. Eine meiner Pflanzen. So, soll ich die alle dann aufpacken? Meinst du, das geht? Ja, natürlich geht das, wenn da Platz ist. Yeah. Ist gezeichnet. So, jetzt muss ich den Anker irgendwo da in der Mitte packen, außerhalb den Dings. So, Vorsicht. Oder ist ja nur ein Loch, ne? Ja. So. So, nee, warte, Moment, ich glaube, das sind mehrere Löcher. Aber ich kann das mal eben zumachen. So, warte mal. Ich mach so. Mal. Ja, war top, war wirklich nur ein Loch. Ich habe das Loch zugemacht. Dann machen wir den mal, weiß nicht. Muss ja direkt in der Mitte hier sein. Ja. Dann ich mach mal hier ein Loch rein. Hierhin oder dorthin? Warte mal. Können wir nicht irgendwo in der Seite irgendwie so abseits irgendwo machen? Nee, das wird nicht gehen. Das muss mittig sein. Oder kann man den echt irgendwie da drüber machen? Naja, nein. Nee, glaube ich nicht. Warte mal, ich sammle noch eben hier die Fässer hier ein. Weil hier schwimmt gerade alles so an Loot. Wenn du mal hier nach links kommst. Das ist ein guter Platz. So. Perfekt. Warte mal, lass mal umdrehen. Dann ist der Schalter wieder genau da. So. Also der Hebel. So, oh, ist genau mittig, sehe ich gerade. War gar nicht geplant. So, jetzt mache ich nur da oben die Dinger zu. Ich werde die. Also unser erstes. Die Grills werde ich mal.
einen Schritt ein bisschen nach hinten versetzen. Kann ich da wieder nicht bauen, Mann. Mein Gott. Lass mich da. Also manchmal kann ich da bauen, manchmal nicht. Ich verstehe das nicht. Weil da keine Balken sind oder was? Mach ich doch wie anderen Dinger auch nicht die ganze Zeit. Boah. So. Okay. Die Kiste. Yes. Eins, zwei, so, ne, ja, perfekt. Okay, So, jetzt brauche ich wieder Planken, ist klar. So, jetzt geht das. Planken habe ich noch, aber die brauche ich gerade selber. Was brauche ich nochmal? Was brauche ich jetzt nochmal für den Entsafter? Ich brauche noch den Bolzen, ich brauche noch den Glibber. Ich brauche noch einmal Glibber. Du hast kein Glibber mehr, ne? Nö. Scheiße. Wir müssten irgendwie eine Insel erreichen. Nein, damit ich noch ein bisschen Seetang finde. Einmal Seetang brauche ich. Ich brauche nur Holz, die ganze Zeit schon. Und seit zwei Parts. Du brauchst nur Holz. So. Oh, da kommt eine Menge Holz. Ja, ich müsste mir auch tatsächlich einen neuen Bogen machen. Oh, Jackpot hier. Ich könnte mir einen Bogen machen. Ich glaube, ich mache mir auch erstmal einen Bogen. Damit ich wieder was habe. Aber, nee, dann gebe ich ja den ganzen Glibber ja auf. Ich brauche mehr Seetang. Nicht eine Sekunde lang im Wasser, da kommt schon direkt der Hai. Das ist schlimm, ne? Ja. So. Oh, ich bin am Verdursten, sehe ich gerade. Durst habe ich ja auch. Ich mach mal für dich eine Suppe. Da ist kein Wasser drin. Geh damit. Ah, jetzt habe ich das. Ich bin so verdurst, ich bin am Husten. Hörst du, wie der Nero hustet? Ah, ja. Im Ozean hört dich niemand husten. So, ist mal Wasser. Ich sehe eine Insel! Yes! Ja. Damn. Ja komm, das ist unser Ziel. Ich will den Entsafter noch zum Ende des Parts machen. Ja, aber das noch schaffst. Tu mal das Segel einpacken. Ja. Warte mal. Ich setze das Segel. Du blödest mich. Geh weg. Ach, drücke mal auf die falsche Taste. Eher drücken. Na dahin. Oh, Wasser. Insel. Da ist die. Volle Kraft voraus. Ja, hier sind ein paar Rüben. Okay, hast schon aufgefüllt. Ich brauche nämlich noch ein bisschen was zu trinken, dann ist bei mir wieder alles voll. Aber hey, wir steuern auf die. Let's go. So, zweite Etage ist jetzt vollkommen fertig. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ich weiß noch nicht, wie viel höher wir noch bauen müssen, wegen den Empfänger und so. Ja. Oh mein Gott. Also ich habe meinen Sold für heute erfüllt. Ich werde meinen Soll noch erfüllen, indem ich den Safter baue. So, wie habe ich das? Ich wollte schon sagen. Na! Piss dich! Okay.
Warte, da ist eine Fliege! Fliege? Was? Und bei mir? Ich hab dich gerade mit dem Netz eingefangen. Nein, ich hab ein wildes Daniro gefangen. Wuhu! Das kommt in meine Sammlung. Okay, kannst den Anker lichten. Suche ich mal nach Seetang. Mach du das. Einmal ist ist alles, was ich brauche. Da kommt die Headbangende. Blöde Taube schon wieder. Das ist eine verdammte Taube. Yes! Ich sehe Seetang! Ja, damit! Das auch noch Erz. Oh, was gesagt? Ist kein Metallerz, ist aber Kupfer. Was wir noch drin abessen. Nicht mal und hack die Bäume da, wenn du da unten bist. Mhm. Dann sammeln ja die Planken ein, die einfach so rumschwimmen. Na, die ist natürlich keine Blumen einsammeln. Weil dann ist mein Inventar schon wieder randvoll. Aber hier ist ganz viel Kupfer tatsächlich. Was haben wir denn den Rucksack gefunden? Ich konnte den Rucksack haben wir noch gar nicht in unserem Inventarplatz. Hm. Wir müssen Wolle noch erforschen. Und erst dann wird das sichtbar. Wir müssen alle Gegenstände erforschen, die wir für den Rucksack brauchen. Hm. Na, Kiste. Kiste. Nicht so coole Sachen drin gewesen. Keine coolen Sachen? Nee. Also ich sehe hier überall Planken, die hier im Wasser schwimmen. Ja, warum bin ich... Da ist noch ein Baum. Wupp, wupp. Hallo? Ja. Ja. Wieso finde ich... Also Seetang habe ich, aber ich sehe leider kein Metallerz. Jetzt leider ist hier nichts zu sehen. Aber ich suche weiter. Dann suchen Sie weiter, sehr. Ich habe leider nichts gefunden. Aber ich kann zumindest jetzt meinen Soll erfüllen. So. Und sobald mein Seetang jetzt gleich fertig ist, also nicht dadurch neuen Glibber habe, Glibber, mache ich uns den Safter. Hm. Haben wir denn noch hier? Dann nehme ich mal, machen wir hier noch weiter. So, mit dem Glibber mache ich die Kiste auf. Und dann wähle ich den
Wo haben wir ihn? Entsafter! Herstellen. Ich habe einen Entsafter hergestellt. Ausgezeichnet. So, ich werde ihn hierhin platzieren. Ich bin weiter am Dekorieren. Ja, warte. Ich habe ihn platziert. Gut, wir haben ja auch ein safter Rezept irgendwo. Ja? Ja, das hängt am Topfding in hier, am Kochtopf. Am Kochtopf. Ja, dann kannst du ja da umplatzieren. Warum ist denn immer so still? Nee. Na, kannst nicht nehmen. Ich kann es nicht. Dort. Wo ist das Ding? Da steht es. Dann war mal dafür. Mango, Ananas. Was ist das da unten? Ich erkenne gar nicht. Kokos das? Lass mal schlafen gehen. Ich sehe nichts. Ist Kokosnuss. Von den Zeug haben wir mehr als genug alles. Ja. Warte, erstmal muss ich mein Glibber wieder rausholen. Glibber, Glibber, Glibber. Glibber. Und neuen Glibber platzieren. Und hier alles unten einsammeln. Warum kommt hier kein Vogel, Mann? Ich weiß es nicht. Hast du dich schon schlafen gelegt? Nee. Müssen wir da irgendwie was reinpacken? Keine Ahnung. Ich habe Samen in der Hand. Passiert nichts. Ich habe keinen Samen in der Hand. Okay. Und ich verdurste gleich. Boah. Da bist du eigentlich schon wieder hell. Oh. Also, sind wir fertig auf der Insel? Mist. Ja, ich bin fertig auf der Insel, aber ich muss was trinken, sonst verdurste ich. Dann mach das. Mach ich jetzt auch. Meine geistig übernatürlichen Kräfte sagen mir, mach weiter. Alter, machen wir wahrscheinlich Gläser, ne? Oder irgendwie sowas, ne? Für den Zapfen. Ich hab 4 Trinkgläser. Okay. Dann pack ich mal da rein. Was ist da? Mango, Ananas und Kokosnuss. Ja, wir brauchen eine Ananas, 2 Mangos. Haben wir da mehr als genug, ne? Und vielleicht sollten wir mal die Richtung ändern. Hast du den Anker schon wieder gelichtet? Ja. Und jetzt wirst du unsere ganzen, da sind die, ne? Mango, Ananas, Kokosnuss. Mango, Ananas, Kokosnuss. Ja, da zieh es mal. So, mein Gott, ist das alles. Dahin. Ja, ich weiß. Wow, ich muss halt erstmal wieder alles hier einpacken. In meine Leiste. So, Mango, Ananas und 2 Kokosnüsse, ne? So. Ja. So. Oh. Wir bauen eine Batterie was dafür. Wir brauchen eine Batterie. Ja. Hatten wir nicht eine? Ja, wir hatten eine. Die ist in diesem Kleiderschrank, den ich da mal platziert habe. Ich habe sie gefunden. Okay. Dann mache er Saft. So. Beginne. Ich hoffe, da können wir da auch mehrmals irgendwie dran trinken. Oh, du scheiß headbangende Taube, ey. Okay. So. Ich habe mal deinen Glibber da reingepackt. Ja. Oh Mann. Ich werde erstmal hier wieder Seile herstellen. Und damit ich wieder Platz habe im Inventar. Ja.
Ich habe mal ihren Wimpel erstellt. Ich weiß zwar nicht, was das macht. Das sagt uns irgendwie den Weg an, aber. Aber irgendwie auch nicht. Oder nicht? Drücke es fast, komm her. Oh, wir haben eine volle Seilkiste. Na, sehr gut. Ich nehme mal eine Ladung Seil mit. So, Ding ist aber noch am Smoothien. Am Smoothen? Ah, ja. Smooth. Tu mal auch den, warte mal. Welches alles beisammen habe. Aber dann könnte ich mir tatsächlich einen neuen Bogen machen. Warum ist denn hier ein roter Bogen, Alter? So, jetzt habe ich auch wieder einen neuen Bogen. Oh, und ich glaube, das Teil ist fertig. Sehe ich. Einfaches Smoothie. So. Ich trinke mal. Na dann, Prost! Oh, sogar mit Schirmchen und so. Ja, es erhöht tatsächlich das erhöht unsere Trinkleiste. Ja, aber nur für kurze Zeit, ne? Ja, nur für kurze Zeit. Weil halt bei dem Kochtopf, das würde unsere Hungerleiste erhöhen. Ja, ja, aber warte mal, hier. Warte mal, erstmal, ich will dir natürlich was Gutes tun. Hier, ich gebe dir erstmal hier ein Trinkglas. Da liegt eins. Na? Mhm. Ja, da. Wird er auch weit, fast. Ja, da muss ich auch nochmal hier reinmachen. Boah. Ach ja, stimmt, ich habe noch Kupfer. Weiß Mango, Ananas, Kokosnuss, ne? Ja. Ich tue mal das Kupfer hier noch mal rein. Schmelzen müssen wir es jetzt ja im Moment noch nicht. Die riesige Riesenmuschel werde ich mal wegschmeißen. Wo ist der Mülleimer? Auch wenn wir eigentlich alles in den Ozean schmeißen könnten, weil es würde niemand sehen. Außer Gott. Hä? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Muss man den sehen? So. Oh, wir sind direkt von der Insel, sehe ich gerade. Oh, okay, alles klar. Oh, hab ich so viel Kunststoff. Das haben wir immer Probleme mit Kunststoff. Jetzt habe ich voll viel. Hier ist nichts wirklich Großartiges, aber hier ist eine Ananas. Ananas! Ananas. Ich habe SpongeBobs Haus gefunden. Meine Axt ist kaputt. Ganz tiefe Meer? Ja, ganz tiefe Meer. Oh mein Gott. So, mein Gott, wie viel Zeugs ist denn hier drinne? Ich habe ganz mal unser Netz hier alle gecheckt. Hier ist alles voll. Es ist sogar ein Fass drin. Mein Gott. Boah. Was ist das denn hier? Tun wir den noch mal. Steht hier so im Weg. So. So, dort. Dort. So, ist mein Smoothie langsam fertig. Muss ich gucken. Ah, das. Da. Einfacher Smoothie. Smoothies. Kommt der Strohhalm und alles her. Mhm. Ja, ich hoffe, die Batterie geht nicht leer, wenn die einfach nur da drin hockt. Mhm. Die müssen wir halt auch wieder herstellen wegen dem Empfänger oder so was. Ja. Wenn ich da mal irgendwann ja. Ich hoffe, mit genug Höhe meinen die auch irgendwie, dass wir irgendwie einfach noch höher bauen müssen. Das ist die einzige Frage, die nicht beantwortet wurde. Das ist wahr. Von den ganzen Tipps, die wir bekommen haben, ey. Das ist die Frage, die ich irgendwie so gerne confirmed hätte. So, oh, ich weiß genau, was ich hier mache. So,
So, jetzt geht's wieder. Pass weg. What? Ich muss gerade kurz was schreiben. Hm. So, wo sind wir? Ich schau mal nach, ob es hier noch irgendwie was unter Wasser gibt. Oh! Okay. Oder hast du hier schon gelootet? Nö, ich bin noch gar nicht. Jackpot! Gut. Weißt du, was ich gerade eingesammelt habe? Was? Metallerz. Aua! Aber ich bin gleich tot! Warum bist du immer so schnell tot, ey? Ich kriege vier Schläge von dem Hype töten dich. Ja, du bist denn irgendwie voller AP oder was? Natürlich war ich voller AP, aber ich muss was essen. Ich verhungere. Ich nehme mir noch ein paar Kartoffeln, ne? Mach das. Ja, dann mach das doch. Mach ich jetzt auch. Ich trinke noch weiter. Ich trinke. Ja. Ich kann gar nicht weiter trinken. Das ist voll. Nett. Und ab dafür. Gott. Lecker hier. So. Ich werde auch gleich mal neue Schalen errichten. Ja, gut, hat mich daran erinnert. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich wüsste, wo die Nachdem ich aber erstmal diesen Vogel hier verjagt habe. Scheiß Headbanger-Taube, ey. Ton, zwei Stück. Kein Ding. Flamme, also für Ton. Aber wir brauchen ja Ton für nichts anderes eigentlich, ne? Erstmal nicht. Na gut. So, wir haben wieder 10 Schalen. Yeah. So, ich gehe mit meiner halb kaputten Axt mal da rein. Wo ist die Insel? Da ist die Insel. So, also, wo ist die Insel? Ach, da ist sie ja. Ich muss gleich noch eine Suppe futtern. Pick-up Gemüsesuppe. Eine Suppe irgendwie mehr Hunger irgendwie löst als irgendwie so ein Heißsteak oder irgendwie so weiter. Schon alle Bäume? Und ich baue da was, ein paar Sachen sammeln. Ich verhungere, muss aber erst zum Mülleimer gehen. Was? So, ja, da hat er mich verfehlt. Muss Federn wegwerfen. So, ich dachte zum Essen. Willst du zum Mülleimer? So. Nee. So verzweifelt sind wir noch nicht. Nee. Du hast mein letztes Essen geklaut. Jetzt muss ich verhungern. Ich musste gerade tatsächlich so eine Headbanger-Taube mal eben platt machen. Naja. Ich habe auch noch mal hier ein paar Kartoffeln auf den Grill geworfen. Au, du Stück, Mann. Hat dich der Hai etwa angeknuspert? Ja. Oh, jetzt. Hier ist ja noch Seetang, hallo. Hör doch mal, hör doch mal. Was, Seetang? Wie konnte ich das denn vergessen? Wie konnte ich das denn übersehen? Okay, ich bin aber gleich tot. Komm. Wir sammeln nicht, dass du tot bist. 3 Seetagen. Komm hier wieder hoch, ey. Ja. So. Mein Gott. Ich hole mal in die Kiste da rein. So, brauchst du auch was zu essen oder was zu trinken? Nö, nicht wirklich. Na gut, ich bin jetzt nämlich auch voll. Voll und ich werde mich jetzt nach oben begeben und mich aufs Sofa setzen. Ich wollte gerade was hinbauen, eine Sekunde. Ja. Davor. Ist aber ein bisschen hoch, leider. Ich will ein. Na.
Weiß nicht, sieht doch gut aus. Nur so ein Fenster einbauen. Nice. Warte mal. Mal sehen, wie das aussieht. Okay. Oder nicht? Naja. Naja. Wasser. Das ist alles, was wir hier sehen. Dann werde ich hier mal hier so anfangen, hier die Wand zu Ende zu bauen. Ja. Ja, da kannst du eine normale Wand hinbauen am besten. Normale Wand, sagst du? Ja. Holzdach, Holzwand. So hier das, also. So, ja. Dann mache ich auf die Seite mache ich. Ist das die richtige? Ja, die ist aber jetzt anders umgedreht. Du musst mit R umdrehen, dann kannst du sie umdrehen. Aber nicht. Werde ich schon irgendwann korrigieren. Na, passt schon. Hauptsache erfüllt seinen Zweck. So, können wir die Insel verlassen? Ja, können wir. Okay. Ich bin schon wieder bei voll. Ist klar. Ja, ich sehe es. Ja, wenn ich platziere, jetzt kannst du R drücken, dann kannst du halt umdrehen. Ja, ich sehe es gerade. Da bin ich schon die ganzen 2 Stunden am Machen. Kannst du eben das hier kaputt machen, dann kann ich da direkt was Neues hinsetzen. Eine Sekunde. Ich mal den Kleiderschrank. Willst du hier noch noch so ein Fenster haben oder noch so eine ganz normale? Kannst du ja dingen. So. Yes. So ein Fenster wäre am besten. Ja, dann reiß mal hier diese falsch rumgedrehte Wand raus. Achso, hier. Nee, da kann ruhig normale. Das meine ich jetzt nicht. Warte mal, mal hier so ein Holzfenster hinsetzen. Moment. Ja. So. Genau. Jetzt habt ihr unsere eigene Bude hier. Ja. So, ich hoffe, die Holzwand. Ich hoffe, eine dritte Etage reicht hier wegen den Empfänger. Ey, sonst müssen wir ja noch höher bauen, ey. So, dann ja. Und hier müssen wir uns jetzt noch so eine Tür machen. Ja. Muss ich mal das Vogelnest wieder irgendwo anders hin platzieren. Haben wir irgendwo eine Holztür? Ja. Ah, ist das eine neue Insel? Nee. Da, Holztür. Ich war. Hast du zufällig Nägel für mich? Nicht gerade, aber die sind unten in den Kisten. Na gut. Also warte ich, eine Leiter kann man ja eigentlich auch bauen, ne? Habe ich gesehen. Ich hole mir mal eben ein paar Nägel. Dann kann ich ja hier so eine Leiter bauen, dann können wir direkt in unseren Raum ja reinklettern. Na warte mal, ich werde erstmal. Oh Gott, mein Haken geht gleich kaputt. 3 Nägel. Das ist alles, was ich brauche. Ja, die sind in den Kisten, wenn ich mich irre. Ich hab's. Ja, okay. Ja. I got you, bro. I got you. So, fertig. Nein, ich bin daneben. Kommst du gefälligst hier hin? Na komm. Nein, das ist schon wieder zu weit. Nein. So weit doch. Doch so fern. Wir springen doch hinterher. Nein. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich doch auch die ganze Zeit. Man ist ja nicht am Kochen, weil ja keine Planken drin sind. Nein. Ich habe leider keine Planken mehr übrig. Habe ich gerade alles für Holz, fürs Bauen ausgegeben. Ja, so geht mir die ganze Zeit schon. Du Miststück! Du. Verdammtes Miststück, ey. Na, guck mal, wie viele Kisten und Dinger da sind. Auch dringend Planken, damit ich zumindest hier auch wieder hier das ganze Fundament wieder reparieren kann. Ja. Dann, boah! So. So, und nee, ist mein Haken kaputt gegangen. Da wo der Haken war, ist direkt die Kartoffel gespawnt und die Kartoffel habe ich direkt gegessen. Oh. So, oh, ein Feuerplatz.
So, wir sind auch übrigens gleich fertig mit unserem Part. Muss ich nebenbei. Lass mich noch eben die Kiste einsammeln. So. Yes. Ach, guck mal, was hier alles noch drin ist. Yeah, da ist so Zeug drin. Und Planken platzieren. So, oh, eine Tür hast du auch schon gebaut, sehr gut. Ja, da oben habe ich schon eine Tür gebaut. Das heißt, wir könnten jetzt schlafen gehen. Ja. Und danach den Tag beenden. Weißt du was, eine Sache muss ich aber auch noch machen. Ja. Der letzte macht die Tür zu. Aber oh, die kann man gar nicht so weit anbauen. Oder was? Dann mach ich noch eine Treppe. Falscher Knopf. Hier ist das, mein Gott. Wo ist es? So, Nägel, natürlich brauche ich Nägel. Oh, siehst du das, was ich da gerade sehe? Nein. Ich bin ja gerade drin. Wir steuern auf eine Insel zu. Groß, klein. Eine kleine. So, was soll da hier? Also, wir können die so machen. Machen wir so. Oder? Oder nicht. So. Und dann ja so hoch. Nehme ich an. Ja, dann kannst du da auf das Dach machen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie hoch wir bauen müssen für den blöden Empfänger. Falls wir überhaupt so machen. So, ich tue mal den Anker lichten, damit wir im nächsten Part nicht aus Versehen schon da vorbeifahren. Ja. Naja, siehst du diese Insel da hinten? Ja. Da gehen wir hin. Als nächstes. Beim nächsten Mal. Aber komm erst mal wieder hier hoch. Also schlafen gehen. Ja. Schlafen gehen. Yeah. Ja. Und dann Part beenden. Ja. Aber guck mal, wie schön das hier aussieht. Ja. Da haben wir, wir haben uns echt Mühe gegeben. Ja. Eben. Ja. Dann hast du noch abschließende Worte? Nein. Nein, dann beenden wir jetzt den Part. Bleib weg vom Wasser, damit ihr nicht auch in so eine Situation landet. Ja, genau. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Also, bis dann und ciao. Ciao, ciao.